Ich wollte euch mal ein kleines Video machen über Notanlassverfahren, wenn ihr in der Pampa irgendwo steht und die Wegfahrsperre ist drin. Dieses gilt hier bei Citroën Jumper, Fiat Ducato und Peugeot Boxer. Also, ich mache jetzt erst einmal die Zündung an. Ja, sehe natürlich, da brennt meine Motorkontrollleuchte, Wegfahrsperrenleuchte. Ich versuche den Motor zu starten und geht natürlich nicht. So, da ihr ja schlau seid, habt ihr beim Kauf eures gebrauchten Wohnmobils oder was auch immer euch dieses Kärtchen geben lassen. Das ist die Codekarte, wo ihr mit dem Motor nochmal starten könnt. In meinem Fall ist die Nummer 84159 sehr wichtig. So, ich mache die Zündung wieder aus. Mache wieder an die Zündung. Lasse den Check von den Kontrolllampen ablaufen. Dann brennt meine Motorkontrollleuchte brennt. Ich trete aufs Gaspedal. Dann geht die Motorkontrollleuchte aus. Dauert einen kleinen Moment. So, und wie sie ausgegangen ist, jetzt ist sie ausgegangen. Jetzt gebe ich die Nummer 8 mit meinem Gaspedal ein. Das heißt, ich lasse los das Gaspedal, lasse 8-mal blinken und dann trete ich wieder auf das Gaspedal. Machen wir jetzt mal. So wie ich wieder drauf trete, brennt sie wieder dauerhaft. Geht aber dann nach ein paar Sekunden aus. Jetzt meine nächste Zahl ist 4. Ich lasse wieder gehen, lasse 4-mal blinken. Hab wieder auf das Gaspedal draufgetreten. Die Lampe brennt wieder. Jetzt geht sie wieder aus. Die nächste Zahl ist 1. Machen wir jetzt auch mal. So, jetzt ist die nächste Zahl dann 5. Die nächste Zahl ist 9. So. Und jetzt geht die Lampe wieder aus, ne? Wenn die Zahl jetzt richtig eingegeben ist, unsere komplette Zahl, ist beim Loslassen des Gaspedals blinkt die Motorkontrollleuchte schnell und ich kann den Motor starten. So, Motor läuft. Natürlich die Wegfahrsperrenlampe blinkt immer noch. Das lässt sich auch nicht vermeiden, denn die Wegfahrsperre ist ja trotzdem drin. Aber so könnt ihr den Motor zigmal wieder starten. Dauert einen kleinen Moment, aber ihr steht wenigstens nicht in der Bamba. Ich wünsche euch alles Gute und Schrott- und knitterfreie Fahrt.